Ist dieser Typ ein Geist oder ein Verlaufener oder ein Serienmörder? Das finden wir gleich raus, denn wir schauen uns die gruseligsten YouTube-Shorts der Welt an. Wetten, du schaffst das Video nicht bis zum Ende? Geist, er ist anscheinend ein Geist. Bro, what the freak, yo. Opa Geralt sitzt auf der Rückbank. Bruder! Brother, der sitzt da auf der Rückbank und denkt, wir gehen jetzt zu McDonald's gleich, oder was will der? Okay, es war ein Geist, Digga. Ich kann dagegen gar nichts sagen. Echter Drache? Auf Kamera aufgenommen? Bruder, ist der unter Wasser oder fliegt der? Er ist unter Wasser. Ich glaube, das war so ein Unterwasser-Drachenfisch. Gibt's sowas? Digga, aber das ist nicht gruselig. Den will ich haben. Den will ich als Haustier sofort mit zu mir nehmen. Okay, das wurde gefilmt. Und das soll eine Hexe sein? Oh my god, brother. Okay. Boah, das ist mir zu hart. Digga, das ist mir... Nee, das ist mir ein bisschen... Junge. Das ist wieder so ein Video, das wo ich nicht erklären kann, Alter. Habt ihr eine Erklärung? Schreibt mal Kommentare, Alter. Ich lese mich durch. Ich verstecke mich mit euch gemeinsam in Kommentare, okay? Oh mein Gott, bricht diese Höhle ein? Digga, die Höhle bricht ein. Oder kommt da irgendeine Kreatur von oben? Okay, Bro, es gibt Option 1, da oben kommt eine riesige Spinne so runter, eine Kreatur, die da drin wohnt. Option 2, der Tunnel bricht gleich ein und die müssen schnell wegraufen. Was ist gruseliger? Was fändet ihr schlimmer? UFO geht in den Mond? Okay, das ist krass. Das könnte sogar echt sein, so UFO-Aufnahmen. Boah, das schließt sich sogar! What'd you do? Okay, was würdest du machen? Oh nein, das ist... Die fliegen durch ein Gewitter im Flugzeug. Okay, das ist krass. Digga, da... Okay, Brother, alle, die Flugangst haben, ja, bei euch so, Alter. Absolut komplett so, Digga. Bruder, alter Schwede, ich würde mich einkacken. Das ist noch gruseliger als so Geistervideos, weil das halt real ist, ne? Also, das ist real. Humor or fake? Echt oder fake? Alrighty, let's go with this. Did you like the bicycle set you got for your birthday? Oh my god, Tommy, it's gonna start again. Okay, das ist eine Familie, die irgendwie zu Hause ist. I don't know what's gonna happen. Come on. Und irgendwann mitten in der Nacht. It's okay, it'll be alright. God, okay, I wish you had this at Jerry's house. Hä? It's just. Da ist ein Kind? Starting again. Die reden über irgendwas? Okay, my man, brother. Ja. Yeah. Okay, Digga, wenn da ein Kind dabei ist, Bro, Alter, rennt um euer Leben. Was weiß ich, Alter. Das ist wieder so ein klassischer Horrorfilm. Kind ist in der Küche, Kind kann am Ende den Geist sehen, redet mit dem Geist, Alter. Ey, ich würde direkt ausziehen. Ich sag, wie es ist, ne? Kack egal, kack auf das Haus, Alter. Ich würde das Kind schnappen und yalla, ab geht's jetzt. Jetzt geht's ab nach Amerika. Jetzt ziehen wir in Dubai. Jetzt geht's schön ins Ausland. Geist rennt durch einen Wald. Oder es war einfach eine Biene, die vor die Kamera geflogen ist. So, ich bin eine Biene. Bruder, das ist eine Biene. Das, du siehst sogar die Beinchen da unten, guck mal. Bruder, das ist 100% eine Biene oder eine Fliege. Schau mal, du siehst die Flügel oben schnagen. Alter, ich bin so schlau. Digga, ich bin ja so schlau. Alter, bin ich schlau. Der ist so eindeutig. Ja, yeah, safe. Safe 100%. Oh. Was? Okay, ich habe so viele Fragen. Warte mal. Wieso sind zwei Typen alleine irgendwo im Untergrund in einem Tunnel und buddeln Löcher? Was ist eure Mission? Bitte sagt mir das erstmal. Zweitens, wieso um alles in der Welt kommt auf einmal so ein Teufel? So ein Feuer nach oben. So ein Teufelfeuer. My man, was? Also... Woher kam das Feuer? Man sieht, da ist einfach nur Dreck. Hä? Alter, ja, okay. Digga, wenn du in so eine Höhle gehst, bist du halt selber schuld, ne? Wenn dann auf einmal so ein Teufelsritual kommt, dann bist du halt selber schuld. Einzige, was ich mir logisch denken kann, ist, dass der so aufs Kind dieses Schwarzpulver oder so von Böllern und so Silvesterkrachern, dass er da draufgeschlagen hat, weil das entzündet sich ja dann. Ha? Ich bin so schlau heute, Alter, der Allerechte. Okay, wir haben eine Frau, die zur Tür geht. Habt ihr das in der Tür gesehen?
war sie mal. Okay, also der Nachbar war nicht zu Hause. Jetzt guckt auf die Tür. Guck mal. Digga, da ist schon was vorbeigelaufen. Nochmal. Nee. Bruder, also entweder da hat irgendein Kind zu viel Red Bull getrunken und es darf gar kein Red Bull trinken, so der 5-jährige Timmy, Alter, dachte sich, hey, heimlich mal in den Kühlschrank, jetzt geht's rein ins Red Bull, jetzt lerne ich fliegen. Oder ist ein Geist, eine verfluchte Seele. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen, ehrlich gesagt. Okay, Fahrrad fährt durch Wald. He meets a ghost. Also anscheinend sieht er einen Geist, aber wo? Wo ist da ein Geist? Seht ihr da einen Geist? Oh mein Gott! Junge, Bro, what the? Wieso fährst du auch nachts mit dem Fahrrad durch? Nein, wieso fährst du verdammt nochmal, Alter? Jamal, Musiala, verdammt nochmal, hör auf, nachts mit meinem verdammten Master, Mann! Entschuldigung, Jamal, ich wollte dich nicht anschreien. Ich werde emotional, wenn ich Geister sehe. Brother, also wenn man da selber, also wenn man da durchfährt, dann ist man ja selber schuld, ne? Ich meine, wenn du nachts durch so einen Wald fährst, da können ja auch irgendwelche Bären dich angreifen, oder? Ja, also Jamal, du bist selber schuld, Digga, ne? Wenn du morgen auf einmal Vermisstenanzeige weg bist, was soll ich da machen, Jamal? Ich kann doch auch nichts dafür. Jamal, verdammt nochmal, ich hab dich gewarnt, Junge, okay? Ich hab gesagt, geh lieber Fußball spielen, fahr nicht nachts mit deinem Fahrrad. Aber nein, der Jamal muss wieder eine Extrawurst machen. Er muss wieder nachts mit dem Fahrrad fahren. Was ist das denn? Da ist jemand zu Hause und hat das gefilmt? Ach du Kacke! Ach du Kacke! Following this terrifying encounter, the recorder flees the scene in terror, and the video concludes. What do you think then? Was the gen captured in camera real? Or was it merely a carefully staged deception? Please share your opinions in the section below. Oma Gisela, bist du's? Oma Gisela, ich hab doch gesagt, zieh dir nicht wieder die Perücke auf. Ich erkenne dich sonst nicht, Mann. Ja, vielleicht sitzt Oma Gisela einfach hinter der Couch, weil es da bequem ist. Ich weiß auch nicht. Hallo, ich bin Oma Gisela und ich sitze hinter der Couch. Seht ihr, das ist nur Oma Gisela. Niemand anders. Hab ich's euch doch gesagt, okay? Okay, an Evil Present. What? Okay, sind wir jetzt in einem Horrorfilm gelandet? Was passiert denn hier? Bro, das ist mir jetzt zu viel, Alter. Chill mal. Bro, was passiert hier? Irgendwas. Diese Geräusche, die hört, sind anscheinend eine Person, die man nicht sieht. Oh mein Gott, Digga, was ist hier? Ey, bitte gib mir keinen. Bro, da hinten geht die Schublade auf. Nein. Ey, Junge, hör auf. Junge, Schublade, hör auf! Oh, Digga! Ja, also... Oma Gisela, bist du's wieder? Ja, also, warte mal, wie kann man das erklären? Oh Mann, Alter, mir gehen langsam die... Also, okay, also die Schublade hatte Hunger und hat nicht reden können und deswegen ist sie aufgegangen, damit die den Typen aufweckt, damit er was zu essen bringen kann. Was soll ich denn sagen, Alter? Ich hab doch keine Ahnung, warum es passiert ist! TikTok Rachel Mogg saw something spine chilling. While in the club she spotted something peculiar on a. Okay, sie sind im Club. Warte mal. Also wer in so einem Club ist, da willst du doch gar nicht reingehen, oder? Oder also was sind das für Lichter, Alter? Das ist ja die Jugenddisco, das ist für 12-Jährige von nebenan, oder wie? Egal. Okay. Was eine Disco. Da ist anscheinend ein Geist irgendwo. Wo? Wo ist der Geist? Oh, ich sehe es, da läuft was. Das sieht ja aus wie ein Minigeist. Digga, das sieht ja aus wie ein Fuhr. Also so ein großer Geist. Hä? So ein großer Geist? Der da so durchs Bild läuft? Ja gut, vor dem hätte ich jetzt nicht so Angst, oder? Hättet ihr Angst vor dem? Also, weiß jetzt auch nicht, oder? Nee, also ich weiß jetzt auch nicht, dass er aus wie. Also so groß? Ich meine, also. So groß! Girl Manifest.
We are at the stage where the spirit was. Soll das ein Geist sein oder ist das jetzt ein Mädchen? Ich bin verwirrt. Okay, das ist ein Geist anscheinend. Das sieht für mich einfach aus wie eine schlechte Webcam-Aufnahme, oder? Wo so ein Webcam halt so super schlecht aufgenommen hat. Ja, okay, ist schon ein bisschen gruselig, aber ich glaube, das ist einfach... Also ich glaube, dass das einfach eine schlechte Webcam-Aufnahme ist. Ja. Ja. An den letzten kauft ihr bitte eine bessere Kamera. Das waren die gruseligsten YouTube-Shots. Wollt ihr mehr gruselige Videos? Lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder, okay? Bis dann. Tschüss.